Hallo meine Lieben, wieder mal habe ich kein Stativ dabei. Herzlich willkommen zu diesem Video. Für die, die sich über die Akustik aufregen, sage ich gleich mal, es tut mir leid. Es gibt aber trotzdem eine schöne Neuerung. Und zwar, ich habe ein Fotoshooting für neue Thumbnails soeben gehabt und auch für Seminarangebote von mir. Ich freue mich, wenn du den Kanal gerne abonnieren möchtest, natürlich kostenfrei. Und wenn du hier mitdiskutieren möchtest, wie machst du das? Du schreibst einfach unten in die Kommentare. Mails können leider nicht beantwortet werden. Das ist echt ein Desaster, aber ich schaff's einfach nicht mehr. Und ich sag's euch ja immer so, wie es ist. Das schätze ich ja an dieser Community so. Ich bin ehrlich und aufrichtig zu euch und authentisch. Das heilt aber wirklich. Ist ja wie mit einem Echo, ne? Nee, nicht ganz so schlimm. Jedenfalls, ich bin ehrlich und aufrichtig zu euch und ihr seid es zu mir, meine Lieben. Aber wir gehen hier auf diesem Kanal in jedem Fall voller Wertschätzung miteinander um. Und ich zeige dir jetzt eine kurze Simulation. Ich hoffe, dass das irgendwie mit der Akustik hier trotzdem funktioniert. Sonst gibt ihr doch die Ohrstecker rein. Earpads. Los geht's, meine Lieben. Wenn ich hier sitze, bin ich in der Position der Psychotherapeutin und wenn ich da sitze, bin ich in der Position der Klientin. Sie wollten mit mir sprechen über etwas, was Ihnen sehr schwer fällt. Ja, jetzt wäre ich fast zum Sofa gefallen. Oh Gott, kurz mal außer Konkurrenz. Jetzt bin ich in der Rolle der Klientin. Ja. Ich wollte Ihnen einfach von meinem Trauma erzählen, aber ich krieg's nicht gebacken und jetzt habe ich es aufgeschrieben. Aber ich schäme mich so mega, dass ich es nicht kann. Ich kann es Ihnen einfach nicht geben. Ich schäme mich einfach so sehr. Ich würde es mir so sehr wünschen, mit Ihnen offen zu sein und Ihnen alles zu sagen. Aber ich krieg's nicht gebacken. Es ist einfach wie eine innere Blockade. Es tut mir, mein ganzer Körper tut mir schon weh, weil ich mir so einen Druck mache. Und ich will das ja überhaupt nicht. Ich weiß auch, ich muss mir keinen Druck machen. Sie sagen ja immer, nee, das ist nicht notwendig. Ich muss das Trauma gar nicht erzählen, haben sie gesagt. Aber etwas in mir möchte ja. Ich möchte ja. Ich möchte endlich mal drüber reden, weil ich fühle mich so beschmutzt. Ich fühle mich so dreckig. Ich weiß auch nicht und ich habe auf YouTube so einen Kanal entdeckt und da hat so eine Psychotherapeutin gesagt, wenn man was nicht aussprechen kann in der Therapie, so soll man doch wenigstens drüber sprechen, wie schwer das ist, über das bestimmte Thema zu sprechen und dann würde die Therapeutin einem helfen, dass man doch drüber sprechen kann. Jetzt frage ich mich aber gerade, in welcher Misere bringe ich Sie da? Sie müssen jetzt mich dazu kriegen, dass ich über was spreche, worüber ich sprechen möchte, aber doch nicht möchte, weil ich mich ja so abgrundtief schäme. Ich kriege gerade Kopfschmerzen. Mir geht es gerade echt bescheiden. Mir ist gerade total übel. Ist das psychogen? Kommt das von der Psyche? Oder ich habe das Gefühl, ich muss gleich reiern gehen, echt. Es tut mir so leid, ich mache da so ein Rambazamba hier. Ich könnte doch ganz normal, jeder normale Mensch, einfach drüber reden. Es ist doch schon so lang her. Wieso verdammt kann ich das nicht, wo ich es mir doch vorgenommen habe? Jetzt ist mir kalt und heiß. Ich weiß nicht. Kann es sein, dass Ihr Körper zum Ausdruck bringt, wie schwer Ihnen das fällt und dass Ihr Körper Sie vielleicht schützen will, dass sich körperlich ausdrückt, was Sie nicht in Worte fassen können, dass Sie jetzt fast dieses schreckliche Desaster, dieses furchtbare Erlebnis über Ihren Körper ausdrücken, indem Sie buchstäblich alle Zustände haben? So kommt es bei mir rüber. So, als ob Sie gleich hyperventilieren wollten. Versuchen Sie, sich von diesem Druck ein bisschen zu distanzieren. Ich weiß schon, das können Sie ihn nicht einfach so abstellen, den Druck, aber dass Sie versuchen, hier und jetzt zu bleiben. Bitte schauen Sie mich an. Bleiben Sie hier, ja? Sie brauchen sich nicht in diese Stressspirale, in diesen Wirbelwind von Emotionen hineinziehen lassen. Sie können mit mir in Kontakt bleiben. Bleiben Sie mit mir in Kontakt. Bleiben Sie hier.
Und vergessen Sie nicht, ich bin auch noch da. Sie sind nicht allein. Ich bin jetzt auch noch da. Sie sind nicht wie damals allein. Und Sie werden auch nicht allein gelassen. Auch wenn Sie mir diesen Zettel geben, wo Sie alles aufgeschrieben haben. Ja, machen wir es doch so. Danke, dass Sie... Der Blickkontakt hat mir jetzt mega geholfen. Machen wir es doch so, dass ich vielleicht den Zettel da lasse und wenn es passt, ich kann das dann entscheiden, wenn ich gehe, okay? Aber bitte nicht erwarten, dass ich ihn wirklich da lasse. Vielleicht zerreiße ich ihn heute und schmeiße ihn weg, weil am liebsten würde ich das Trauma auch so zerreißen und wegschmeißen. Aber wie das geht, weiß ich nicht. Kat, meine Lieben, die Klientin, ich hole dich mal näher ran, vielleicht ist dann die Akustik auch besser. Die Klientin hat Schwierigkeiten, erstmal zu akzeptieren, dass sie überhaupt traumatisiert wurde. Sie gibt sich noch immer die Schuld, vielleicht kennst du das von jemand anderem oder auch von dir selbst. Sie gibt sich selbst die Schuld. Und die Klientin ist zerrissen zwischen dem Wunsch, es der Therapeutin, des ersten Menschen überhaupt mitzuteilen und der Scham. Diesem Gefühl, wenn ich ihr das mitteile, verändert sich was, dann verliere ich auch die Gunst. Oder, ja, weiß ich nicht, die Gunst, die Zuwendung meiner Therapeutin, könnte das so sein? Was meinst du? Ich glaube schon, dass es so ist, dass sie irgendwie Angst hat, dass sich was dann verändert, wenn sie es mit jemandem teilt. Und diese Zerrissenheit ist eigentlich verantwortlich für die Blockade, die viele Menschen empfinden, wenn sie das Trauma mitteilen wollen. Aber du kannst mir glauben, wenn der richtige Zeitpunkt, vorausgesetzt ist der richtige Zeitpunkt, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann ist es goldrichtig, das Trauma tatsächlich mitzuteilen. Denn nur dann kannst du aus dem Trauma rauskommen, das dich immer wieder von hinten befällt, wenn du deinen Mut zusammennimmst und das mit einer Person teilst, die dieses Vertrauen wert und würdig ist, teils nicht irgendjemand mit, wo du danach das Gefühl hast, jetzt bin ich beschämt, ich hätte es besser nicht tun sollen. Teils nicht irgendjemand mit, sondern geh wirklich damit in Psychotherapie. Warum in Psychotherapie? Ich mache jetzt nicht Werbung für Psychotherapeutinnen, sondern weil in Psychotherapie jemand für dich da ist, der zwar vielleicht nicht wirklich die Hand um deine Schulter legt, ja? Das sieht ja gar nicht... Was ich hier habe, das ist eine Puppe. Hast du dich gerade erschrocken? Surprise, surprise, ich bin bekannt dafür, spontan zu sein. Aber die Hand auf die Schulter gelegt kriegst du. Weißt du, dass du das Gefühl hast, du bist nicht mehr allein. Du bist nicht mehr allein, nicht mehr verlassen wie damals, als das mit dir passiert ist, was du überhaupt nie im Leben verdient hast. Wofür du auch überhaupt nicht verantwortlich bist. Glaub mir das doch, du bist nicht dafür verantwortlich, wenn du eine betroffene Person bist. Du bist nicht dafür verantwortlich. Bist du nicht. Und wenn es manchmal in deinem Leben stürmisch ist oder stürmisch war, dann ist das so wie da draußen. Da bewegen sich die Blätter und der Wind geht. Aber das liegt hinter dir und du bist in Sicherheit und es wird nie wieder passieren, versprochen. Denn du selber wirst das hier machen, was ich dir gerade gezeigt habe, die Hand auf deine Schulter legen. Du selbst wirst die Hand auf deine Schulter legen. Ich hole sie besser ins Licht. Du selbst wirst die Hand auf deine Schulter legen und wirst auf dich achten. Du selbst schaffst das. Du selbst wirst es schaffen, auf dich zu achten und dafür zu sorgen, dass du Stopp sagst, dass du Stopp sagst, dass du rechtzeitig dich aus Situationen befreist und herausnimmst, bevor wieder etwas passiert, das du nicht verdient hast. Versuch, die Hand auf deine eigene Schulter zu legen und für dich selber da zu sein. Versuch, meinen Worten zu trauen und zu glauben und in Psychotherapie zu gehen und nicht dir auch diesen Weg zu verbauen, indem du sagst, wie manche Menschen das ja tun. Das habe ich in den Vorurteilen gegen Psychotherapie in zahlreichen Videos schon immer wieder thematisiert.
Indem du dir sagst, ja, Psychotherapeuten kenne ich doch gar nicht, sind fremde Menschen, wie sollen die mir helfen oder die machen das nur für Geld. Versau dir das nicht mit solchen Gedanken. Man denkt ja auch bei einem Rechtsanwalt oder Steuerberaterin nicht, die macht das doch nur für Geld. Und ja, es geht um zutiefst persönliche Dinge, aber du gehst ja auch zu einem Arzt oder zu einer Ärztin mit zutiefst persönlichen Dingen und wunderst dich nicht drüber, dich dort gleich zu entblößen für eine medizinische Untersuchung. Und genauso ist es in der Psychotherapie. Du kommst zu mir oder zu einer Kollegin, einem Kollegen und du bestimmst, wann du die Hüllen fallen lässt und sprich über deine Scham, sprich über die Blockade, die du empfindest, darüber zu reden, was unsagbar ist, denn du kannst es mit Worten nur andeuten, was damals passierte. Aber ich will dir mit diesem Video wirklich Mut machen, dich nicht von der Scham verschlucken zu lassen oder wie unter einer Lawine, einer Schneelawine zu, nochmal, Schneelawine zu begraben zu lassen. Und der Zeitpunkt muss passen. Das kannst nur du spüren, das kann nicht ich dir sagen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dieses Video geguckt hast. Ich hoffe, dass ich dich damit motivieren kann, dir selbst die Hand auf die Schulter zu legen und für dich da zu sein, dir diese Sicherheit zu geben. Dann kannst du auch zurückblicken, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas von damals noch Macht über deine Emotionen hat. Auch diese Wunde, und Trauma heißt Wunde, Erschütterung, darf heilen. Tschüss, bis gleich, freue mich auf dich.